Und nun zum zweiten Teil der großen Gartenkatalog-Bonanza. Viel Spaß beim Anhören. Ja. Bei Tomaten cheate ich, die kaufe ich im Nachbardorf beim Biobauern des Vertrauens in vorgezogen. Und ich auch, also ich habe quasi auch Pflanzen gekauft. Und setze sie dann nur noch in einen Sack Blumenerde, den ich in einen Kaffeesack lege. Ja. Schneide im Prinzip einfach oben 3 Löcher rein, mache unten 5 Drainagelöcher rein, lege das Ganze auf 2 alte Getränkekisten. Und stell es an die Balkonwand und das, abgesehen davon, dass die Dinger ja auch saufen wie Löcher, hat in den letzten Jahren echt gut geklappt und war Gelinggarantie. Außerdem bin ich immer zu spät dran, die Jungpflanzen zu kaufen, deswegen, wenn man da nebenan den produzierenden Betrieb hat. Ja, das ist richtig. Ja, ich sag mal, also ich habe ja die letzten Jahre mir immer die Mühe gemacht und wirklich aus Samen selber vorgezogen. Das ist dieses Jahr auch ins Wasser gefallen, weil Januar hatte ich andere Probleme als Tomaten und deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir eben Jungpflanzen gekauft haben, vorbestellt haben und die kommen dann im Mai mit dem anderen Quatsch und werden dann gleich, so wie sie sind, eingepflanzt und dann wird es hoffentlich sehr schnell sehr viele gute Tomaten geben. Ja, wobei die Überlegung dieses Jahr auch mal sein könnte, statt Getränkekisten einfach die in eine Gitter-Euro-Box zu legen. Mhm. Weil mehr mit Euro-Boxen. Mhm. Oh, Hendrian macht schon wieder Fotos. Ja. Skurril, skurril. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Wofür sie da genau gerade, also. Mhm. Ja, ach. Der Bienenhit. Naja, aber der sieht jetzt nicht aus wie eine Biene. Richtig, und der trägt absolut seltsame Schuhe. Und Shorts, sehr merkwürdige. Auch das. Aber gut, er muss ja auch was zu essen kriegen. In der dritten Seite, die ich aufschlage, zum Beispiel Laubsträucher, findet man Alkoholrezepte, zum Beispiel den Schlägenlikör. Hm. Ja, ich glaube, bei mir ist jetzt der spannende Teil schon vorbei. Ich bin jetzt bei Dünger und Lebendwürmer und Pferdedung. Ich finde das immer noch lustig. Aber klar, für Menschen, die nicht auf dem Dorf wohnen, die müssen halt Pferdedung in Tüten kaufen. Ja. Oder wie hier direkt sich Pflanzen mieten. Wir stellen ihnen gerne Mietpflanzen aus unserem gesamten Pflanzensortiment zur Verfügung. Naja, das macht aber zum Beispiel für mich schon wieder Sinn. Für so Sachen zum Beispiel hier Hochzeiten und Gescheiß. Ja, das ist auch für Messe und Veranstaltungen. Na, genau das. Also, ja. Das macht ja schon wieder Sinn, ein bisschen. Ist lustig, die Frage. Fände ich ein Mietpferd für Produktion von Pferdedung. Kann ich die Tomatenpflanze für eine Saison mieten? Ja, Vogelhäuschen. Igitt Erdnussbutter. Pfui, geh weg. Okay, offensichtlich ist das keine Menschen-Erdnussbutter. Weil es ist Erdnussbutter mit Mehlwürmern. Wer weiß. Ein echtes australisches Survival-Curry. Naja, also ich sag mal so, für mich ist es dann definitiv ein Survival-Curry. Okay, ja, dann hätten wir hier natürlich noch Weggläser und sowas. Ja, das hier wäre natürlich wieder was, weil ich mir fast schon, wo ich fast schon schwach werden könnte. Mhm. Es hat einfach, es sieht sehr interessant aus. Ja, ist mir zu postmodern. Okay. Der Elefantenfuß blüht. Also, ich verstehe, dass das Menschen gut finden, aber es ist mir zu postmodern. Also, ich bin hier jetzt bei den Vogelhäusern angekommen und das Einstiegsmodell beginnt auch schon bei 1995 Euro. Ich dachte, du hast gar keine Preise. Nicht bei Pflanzen, bei Dekoartikeln schon. Ach so. Bei Pflanzen sind die Preise auf Anfrage. Verstehe. Aber du kriegst auch das Pflanztischchen für nur 1400 Euro. Alles klar. Weißt du, und ich habe letztes Jahr bitterlich geweint, dass ich für meinen ganzen Garten mit Pflanzen und neuen Kübeln und Drainagezeug und Erde und Pflanzen 300 Euro ausgegeben habe. Die
Obst- und Gemüsehorde, also so im Prinzip Einlagerungskasten, aus unbehandelter Eiche zahlst du mit 8 Laden zum Einlagern deiner Ernteschätze auch nur 1850 Euro. Den Pflanztisch mit der entsprechenden aus Teak mit Zinkschältchen und einer entsprechenden Steinplatte, damit du es auch wiederverwenden kannst, kriegst du für eine läppische 2395 Euro. Ich möchte ein bisschen weinen. Dafür kann ich den ganzen Katalog hier leer kaufen. Yep. Das Multitalent für deine Terrasse bewegt sich flexibel zwischen Aperitif und Digestiv, wäre der passende Bartresen zu deinem Pflanztisch. Ich wollte gerade sagen, ich bin in dem Katalog drin. Den gibt es dann unter der Referenznummer 4084 für 3650 Euro. Das Multitalent hat eine Arbeitsplatte aus Granit, einen Teakrahmen sowie teakfundierte Seitenfenster und Seitenwände und Türen. Nochmal, Furnier. Okay. Ach. Wie geht ihr denn so generell an eure Gartenplanung ran? Also so technisch betrachtet. Schritt 1, die Dame fragen, was sie vorhat. Mhm. Eine andere Menschen vereiteln oft meine eigenen, einfach alles mit irgendwelchen Pflanzen zuzustellen, ohne dann noch Platz auf dem Balkon zu haben, um mich selber dort zu bewegen. Okay. Schritt 2. So viel Platz, wie ich zugesprochen bekomme, auch in Anspruch nehmen. Mit Dingen, die überleben, dass da draußen im Sommer einfach 100 Grad herrschen und Hobbitze Ringe in Berge werfen wollen. Das war's eigentlich schon. Also ich habe ja lediglich Balkon aka Dachterrasse zur Verfügung und die Pläne, Pflanzen zu stellen, wurden durch die Anschaffung eines Balkonkraftwerkes zunächst ein wenig vereitelt, weil ich jetzt bei der Pflanzenaufstellung und Ausrichtung darauf achten muss, dass der Schattenwurf, insbesondere in der zweiten Hälfte des Nachmittages, nicht auf das Balkonkraftwerk fällt. Das aber auch eigentlich nur eine sinnvolle Position hat, mit entsprechender Beachtung der Steckdosennähe. Dementsprechend stehen jetzt ein großer Olivenbaum und ein großer Oleander dauerhaft bei uns auf dem Balkon. Und dann habe ich im vergangenen Jahr Rasen gelegt, aber nur so, was war das? 2 Quadratmeter? Mhm. 3 eventuell? Ja, ich habe vor ein paar Jahren aus fertig lackierten weißen Europaletten und einer alten IKEA-Matratze uns ein Garten-Lounge-Möbel auf den Balkon gepackt und im Prinzip die Fläche, also das Ding ist L-förmig und ich habe das Viereck jetzt zugemacht und ein kleines Flachbeet mit Rollrasen für den Hund angelegt, damit der Hund auch gerne auf dem Rasen liegen kann. Und dazwischen drapiere ich dann auch Pflanzen, von denen ich denke, dass sie eine Chance haben zu überleben. Meistens irgendwelche Gräser, was Lavendeliges, Rosmarin, irgendwas, was aus dem mediterranen Raum kommt, aber bislang war das nicht ganz so erfolgreich. Dieses Jahr versuche ich mal, größere Pflanzgefäße anzuschaffen, weil meine Theorie dahinter ist, dass die einfach zu warme Füße kriegen. Mhm. Und die Kombination aus Sonneneinstrahlung und Menge an den Wurzeln umgebender Erde vielleicht noch was ausschlaggebend sein könnte. Ja. Also grundsätzlich euer Baseline ist quasi, es muss überleben. Korrekt. Genau. Den Anspruch, dass das Ertrag bringt und irgendwas nutzt, hatte ich ja eine Zeit lang, wie wir wissen. Ja. Da war ich jetzt die letzten Jahre ein bisschen von weg, weil ich glaube, ich mich auch noch nicht ganz so eingegroovt habe hier auf dem Balkon. Ja, okay. Und weil der halt erheblich kleiner ist als alles, was ich vorher hatte. Ich meine, dass ich in Nackenheim, da das Haus gemietet hatte. Ich hatte ja einen Balkon, der größer war als dieses Zimmer.
Ja, und richtig. Da konnte ich ja bequem meine 30, 40 Kübel draufstellen und du hast nicht gemerkt, dass da was steht. Naja. Das wird jetzt halt, jetzt habe ich auch noch einen relativ großen Balkon mit, was mag das sein, 250 mal einen Meter oder sowas. Ist auch nicht ganz klein, aber ist halt was anderes. Ja, logisch. Ja, bei uns ist halt, Entschuldigung, Moment. Bei uns ist halt der Witz, wir haben ja zwei große Gärten. Das bringt mir bloß nur so halb viel, weil in zwei Drittel dieses Gartens komme ich halt nicht hin. Also ich alleine. Demzufolge sind die für mich nicht nutzbar. Und davon ist nochmal ein großer Teil blockiert von Omas Rosen. Wir lieben diese Rosen alle sehr, sehr. Wir lieben auch Oma sehr, sehr. Deswegen bleiben die Rosen, solange Oma noch da ist. Rosen, Unmengen an Rosen, warum auch immer. Jedenfalls, auf jeden Fall dadurch ist quasi meine Ertragsfläche doch relativ minimiert. Und wir haben halt letztes Jahr, habe ich halt wirklich ein komplett reines Gemüsebeet gehabt. Also wir hatten Tomaten, wir hatten Chili, wir hatten Gurken, wir hatten diverse Salatblätter, wir hatten Spinat, wir hatten Radieschen und Rettiche und wir hatten eine einzige krüppelige Möhre. Was mit der Möhre passiert, das habe ich nicht verstanden. Aber egal. Auf jeden Fall, also wir hatten letztes Jahr tatsächlich schon so Ansätze eines Gemüsebeets. Keine großen, aber Ansätze. Und ich habe halt tatsächlich vor, dieses Jahr das Ganze nochmal ein bisschen auf ein höheres Level zu heben. Indem ich eben einfach die Tomatenpflanzen doch ein bisschen reduziere. Weil mein letzter Garten bestand nur aus Tomaten, im Prinzip. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass das dein Hauptnahrungsmittel ist. Das ist richtig. Andererseits gibt es ja Menschen, die behaupten, man solle auch gemüsiges Gemüse essen. Ich bin zwar nicht daneben, nur obstiges Gemüse. Genau. Ja, und Erdbeeren. Erdbeeren habe ich noch geholt dieses Jahr. Und wie gesagt, diese lustige Thai-Beere, auf die bin ich sehr gespannt. Ich bin ja echt, also wenn die wirklich Ertrag bringt und ordentlich Ertrag bringt, dann bin ich sehr glücklich, weil das wird super. Ja, ansonsten, also bei mir sind es wirklich eigentlich zu 99% Nutzpflanzen. Weil ich einfach nicht den Nerv habe und den Platz, meine Zeit mit Blümchen zu verschwenden. Obwohl ich Blümchen echt gut finde, also gerade so Lilien und so. Aber die kosten halt auch ein Schweinegeld dafür, dass ich wahrscheinlich doof genug bin, dass sie nicht lang leben. Das Verhältnis zu Rosen in meiner Familie wird eigentlich ganz gut dadurch beschrieben. Mein Opa hat jetzt nach 40 Jahren Ehe das erste Mal der Oma Rosen mitgebracht. Hat sich direkt nach dem Kauf an einer Dorne dieser Rose gestochen und sich eine Blutvergiftung geholt. Fantastisch. Ja, gute Besserung unbekannterweise. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, so ist es nicht. Ach so, okay. Aber ja, also Rosen sind bei uns generell nicht so beliebt aus Gründen. Ja, also wie gesagt, anders. Ich glaube ja, ohne böse Dinge unterstellen zu wollen, wäre dieselbe Geschichte bei uns in der Familie passiert, wäre die Reaktion darauf gewesen, wir brauchen mehr Rosen. Ach, das ist halt immer ein wenig schwierig bei uns so in der Familie mit der Kommunikation. Also apropos Rosen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr nur Balkon zur Verfügung habe, sondern wirklich was Gartiges, dann ziehen auf jeden Fall Hagebuttensträucher ein. Ich finde ja die Kombination aus Hagebutte gemischt mit Sanddornpflanzen großartig. Ja, ich weiß. Oder wegen schmackhaft. Wegen hübsch. Verstehe, hübsch ja. Einfach nur wegen fast ganzjährig hübsch. Im Winter sind die natürlich nicht ganz so dekorativ.
Aber ich finde, von Frühjahr bis Spätherbst die Kombination aus Hagebutte und Sand, also Heckenrose ja. und Sanddorn und dann am besten drumherum eben noch ein bisschen Lupine und Heidekraut. Großartig. Naja, bloß das Problem ist ja mit diesem elend Sanddorn, du kriegst dieses Scheißzeug ja nie wieder aus dem Boden. Ja? Also zumindest bei uns, ich glaube, ich habe in diesem Garten der Sanddorn rausgerupft, der niemals gepflanzt worden ist von irgendjemandem. Als ich sonst irgendein Unkraut in diesem Garten jemals in der Hand hatte. Also, furchtbar. Furchtbar. Ja, es ist so ein bisschen norddeutscher Bambus, ne? Ja, genau. Nee, komisches Zeug. Und vor allem schmeckt's auch gruselig, deswegen. Ach, so ein Anderlö geht aber. Nee, muss alles nicht sein. Ja, Sanddornlikör, großartig. Ich bin zu sehr süd... Nein, also... Süddeutsch auch nicht, aber ich bin so sehr Gebirgskind, als dass mich solches... Das, nein, das ist merkwürdiges Zeug. Das, nein. Ich bin da eher Friese-Scherb. Ja. Ach. Hendrian, hast du eigentlich alle Gartenkräuter für Green Sauce auf dem Balkon? Nee, muss ich aber auch nicht, weil ich weiß, wo die Felder stehen. Die sind ja direkt hier vor der Tür und alternativ auch einfach 50 Meter nach dort sind quasi, sagen wir so, es stehen dort Hinweistafeln auf einem nicht eingezäunten Stück Wiese mit hier wächst übrigens Folgendes und hier wächst Folgendes, was geradezu zum Pflücken einlädt. Mhm. Insofern geht man einfach kurz unten am Grüne-Soße-Denkmal vorbei, schreibt sich das Rezept auf, geht da hoch, geht pflücken. Oder wenn man es seriös mag, 50 Meter in die Richtung auf dem Wochenmarkt und kauft sich ein Sträußchen Kräuter. Da kannst du direkt auch einen mitnehmen. An der Stelle, wie selbstbewusst seid ihr bei so Sachen wie ich pflücke Kräuter? Ich überhaupt nicht. Okay. Weil ich einfach genau weiß, dass ich tollpatschig genug bin, um Dinge zu verwechseln. Deswegen lasse ich auch die Finger von Pilzen zum Beispiel, weil... Nein, ich kenne mich. Du meinst, du würdest Maiglöckchenpesto statt Bärlauch produzieren? Ich wollte gerade darauf hinweisen, die Dame hingegen fühlt sich da recht sicher. Wir haben einige Gläser Bärlauchpesto die letzten Tage produziert. Also Gläser. Ich lasse die Finger prinzipiell davon, weil ich kann ja nur von mir ausgehen und ich würde es verwechseln. Sie fühlt sich da relativ selbstsicher. Okay. Also Maiglöckchen riecht auch wirklich nicht nach Knoblauch, wenn man es pflückt. Also, aber wenn ich Kräuter pflücken gehe, dann, wie ich eben schon sagte, ne, der befreundete Biohof 2 Dörfer weiter, die haben Kräuter. Am Gewächshaus, beschriftet und da kann man auch pflücken. Also mit Erlauben. Ja, nee, das ist nicht so meins. Ja, weil ich würde, also anders. Ich habe keine Probleme, das richtig giftige Zeug zu erkennen. Was aber eben weniger so Kräutergedöns ist, als eben giftige Blumen, giftige Sträucher, sowas. Ja, also so ein Bilsenkraut erkenne ich schon. So eine Tollkirsche im Zweifelsfall auch. Das ist jetzt aber nicht zielführend, weil im Zweifelsfall will ich ja das Zeug kennen, was ich in die Suppe werfen kann. Und trotzdem noch einen Jonas habe hinterher. Aber also, das ist wirklich sowas. Ich glaube, ich habe da schon ein ziemlich gutes Skillset. Aber ich habe nicht das Selbstvertrauen für dieses Skillset. Ja, das ist ähnlich. Also, als ich die befreundete Landschildkröte mit frisch gepflücktem versorgt habe, habe ich es auch geschafft, sie nur mit wirklich essbaren Dingen zu versorgen. Mhm. So weit, so gut.
Jetzt kommt hier im Ballungsraum auch einfach dazu, dass überall da, wo hier noch Grünzeug wirklich auf öffentlichen Flächen wächst, die Hundedichte oder in den anderen Ecken auch einfach die Restnaturdichte an von Dachs über Marder über Fuchs derartig ist, dass ich einfach sage, so häufig will ich den Scheiß gar nicht waschen müssen und zergaren, um ein sicheres Lebensmittel zu haben. Ja, Und deswegen, ja, mag ich die Zivilisation, dass ich dafür einfach ein bisschen Geld Menschen in Döschen werfen kann und dann Dinge, die hier auf gleichen Feldern, aber eine Etage höher, nämlich in Gewächshäusern, sicher und vor Unrat beschützt wachsen, einfach kaufen kann. Sehr witzig, ich habe ja mal so ein bisschen was mit Natur angefangen zu studieren und mein Toxikologie-Prof hat uns auch immer nochmal den deutlichen Hinweis gegeben, dass man dran denkt, dass Tee, auch grüner Tee, bitte idealerweise 100%ig mit sprudelndem Wasser überbrüht wird. Und wenn es in Hotels oder so dann irgendwann nur so Altthermoskannen gibt, man dann doch lieber ein anderes Getränk außer fertig abgepackte Teebeutel mit nur noch 70 Grad heißem Wasser nehmen sollte. Weil der Grund, warum auf Teepackungen draufsteht, bitte mit 100 Grad überbrühen, weil sonst kein sicheres Lebensmittel, ist, dass in diesen getrockneten Pflanzenteilen durchaus auch sich Wurmeier tummeln, die eben nicht raus sind und wenn die nur mit lauwarmem Wasser überbrüht werden und da reichen auch 60, 70 Grad, dann denken die sich, Hippie, ich bin jetzt wieder feucht und aufgewacht, mucklig warm, führe mich einem Körper zu. Hallöchen. Naja, aber ich sag mal, der durchschnittliche sri-lankische Wurm. Singalesisch. Der mag ja so einen mitteleuropäischen Durchschnittsmagen. Nee, der geht nur an Inder. Achso, nee, der wohnt dann in Darmstadt. Oder in Damaskus. Also ich meine, ich weiß, ich hatte als Kind sehr regelmäßig Würmer. Aber wir waren halt Hofkinder. Wir haben halt auch sämtliches Zeug gefressen, was irgendwo gewachsen ist und so weiter. Die Vorstellung, also, wie du mit dem Hintern wie so ein Hund über den Teppich schupperst, ist durchaus. Also das Schlimme ist, so weit in Realität ist das nicht weg. Tatsächlich eine der dauerhaftesten Erinnerungen an meine frühe Kindheit, also ich rede hier wirklich von 3 bis 4 Jahren, ne? Ist tatsächlich die, dass ich regelmäßig gezwungen wurde, Möhrensaft zu trinken, was eine der fürchterlichsten Sachen auf der Welt ist, weil irgendwas in den Möhren toxikologisch wohl auch dafür sorgt, dass Würmer und ähnliches Getier sich freiwillig evakuieren würde, angeblich. Wie viel davon stimmt, weiß ich nicht. Ich wollte gerade fragen, ist das der gleiche Aberglaube, wie dass mein Opa immer noch steif und fest behauptet, du musst bei Würmern nur über heißer Milch inhalieren, dann guckt er irgendwann oben raus, weil er verwundert ist und du kannst ihn greifen und rausziehen? Okay, kann sein. Mir gefällt die Idee mit dem Inhalieren aber besser als literweise Möhrensaft. Also die verschriebene Schulmedizin hat da Präparate, die nimmt man, da musste man vielleicht in der Regel gucken, dass man in den nächsten 1,5 Jahren danach keine Kinder in die Welt setzen will, weil die höchstgradig fertilitätsschädigend sind, aber ich glaube Möhrchen... Auch beim Wurm? Ich glaube Möhrchen sind dem wirklich egal. Und das ist egal, ob wir jetzt von Giardien, Coccidien, Spulwürmern... Okay, wir driften ab. Apropos Regenwürmer und Kompost. Ja. Um mal wieder zu Gartenthemen zurückzukommen. Wie schmeckt euch eigentlich die Mischung aus Regenwürmern und Erdbeeren? Achso, ich dachte, du wolltest Erdnussbutter sagen. Das wären ja Mehlwürmer und Erdnussbutter. Also, wir hatten früher TM bei meinen Eltern, als ich noch in einem Haushalt mit Garten lebte. Einen Kompost hinten in der Ecke und ich fand immer, also Sachen auf den Kompost werfen, super, Kompost umschichten müssen,
war für mich immer dann irgendwann der Punkt zu sagen, warum braucht man einen Kompost? Okay. Ich möchte an dieser Stelle kurz nochmal zurückkommen. Die Seite zoo.de, wie legitim auch immer sie sein möge, sagt, das ätherische Öl der Karotte wirkt lähmend auf die Würmer, so dass sie aus dem Körper ausgeschieden werden können. Dies ist eine perfekte Grundlage für selektive Entwurmung. Vor allem bei Hunden und kleinen Kindern. Ja, Komma, nein. Also, ja, das, der Teil mit es wirkt, ist genauso wie das, ne, bei ganz vielen anderen ätherischen Ölen und Heilkräutern, die ja wirklich wirken. Das Problem ist die Effizienz im Organismus. Wenn das nämlich mal durch so einen Magen mit Magensäure durch ist, ist da halt nicht mehr viel von übrig. Willst du mir damit sagen, die Gurke muss ins andere Ende? Möhre. Ätherische Öl. Lecker für Popo. Eben. Aber selektive Entwurmung klingt für mich nach einem guten Bandnamen für eine Punkband. Ja. Ja, vor allem frage ich mich gerade, warum selektiv? Also, weil man hat einen zu fetten Hund und möchte, dass der Bandwurm drin bleibt? Oder was wollen Sie mir damit sagen? Es ist dann der Bandwurm. Genau. Vielleicht kommt es auf die Sorte Möhre an, dass du mit verschiedenen Möhrenfarben verschiedene Würmer lähmen kannst. Ah, okay. Ich fand Kompostumschichten eigentlich gar nicht so schlimm. Wobei wir auch den Vorteil hatten, wir haben so am Hang gewohnt, dass wir quasi den Kompost in die Böschung gebaut haben, oben drauf werfen konnten und unten wieder abstechen konnten. Mhm. Das ist natürlich nicht nur praktisch. Unten abstechen konnten, wir konnten sogar den Kompost unten rausnehmen. Mhm. Wie steht ihr zu diesen Wurmboxen? Geile Sportart, würde ich jetzt nicht ausüben wollen, aber zum Wetten ist es super. Okay. Achso, ich dachte, wer ist zuerst im Barsch oder am Angelhaken? Ich glaube, mein Hund ist gerade... Du meinst, das artet aus in eine Barschlägerei? Hör auf. Das passt wie Barsch in Eimer. Oder Bartel in Badewanne. Waren wir da nicht gestern erst? Nein. In der Badewanne. Ist schon ein paar Tage her mit Bartel und getrippelt und die fressen aber in der Badewanne lag da nicht der Karpfen zu Weihnachten? Ja, naja, gelegen hat er nicht. Der ist da rumgefischelt. In einem karpfenlosen Haushalt aufgewachsen. Ich weiß es nicht. Eine meiner allerersten Erinnerungen, als ich gerade so mit Festhalten stehen konnte. Und ich habe mich ja dann auch wirklich an jeder Kante und so hochgezogen und festgehalten. Wurdest du da von Würmern gehalten? Ich glaube, ich bin 5 Würmer in einem Dena-Kostüm. Ich habe sofort so Man in Black-Assoziationen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich mich halt an dieser Badewanne hochgezogen. Und diese Badewanne war ja schon immer mein allerbester Freund auf dieser Welt. Und dann guckte ich da rein und dann war da ein Karpfen drin. Das werde ich nie vergessen. Und dann bin ich so erschrocken, dass ich rückwärts wieder umgefallen bin. Ja, ich bin auch in einem fischfreien, also was das angeht, in einem fischfreien Haushalt groß geworden. Das Fischigste, was bei uns gereicht wurde, war Dosenthunfisch oder fertig gebeizter Lachs. Mhm. Nee, bei uns gab es schon relativ häufig Fisch, weil der Vater das einfach gern gegessen hat. Aber mehr so Meerfisch. Mhm. Möglichst in viel Fett gebraten. Mhm. Ja, wir waren ja regelmäßig an der niederländischen Seeküste oder bei der Verwandtschaft in Schleswig-Holstein und dann wurde vor Ort Fisch gegessen. Für mich schmeckte und roch das immer wie Hafenbecken, deswegen bin ich bis heute nicht Fan von. Also Gesüß, was hier es bei uns immer gab, war Forelle, weil ein Nachbarort quasi Forellenzüchter war. Mhm. Und da rührt auch meine Aversion gegen
Fische her, die so klein sind, dass ihre Kräten verschwinden können. Ja. Ich mag Tiere, die groß genug sind, dass ich ihre Knochen sehe. Wo ist Solidarität mit Lebewesen mit wahrscheinlich kleinen bis verschwindenden Knochen? Ja, aber... Nee, also so ein Zander zum Beispiel ist ja auch schon echt ein massives Vieh. Aber, also nee, ich bin kein... Also es muss so viel Fisch sein und so viel Panade, da reden wir. Und nochmal so viel, also Dela hat ungefähr 1 Zentimeter Fischdicke gezeigt, 5 Zentimeter Panierungsdicke und ich lege noch einen mit 10 Zentimeter Remoulade obendrauf. Ja. Genau das. Also genau das. Hier Weißfisch geht, wenn er ordentlich mit Geschmack paniert wurde als Trägermasse für fett- und eierbasierte soßenartige Dinge und ist damit in der gleichen Kategorie wie Pommes, kann man essen, muss man nicht. Ja. Was für mich funktioniert, ist Scholle. Ja. Aber auch nur in paniert. Was ist dieses Schlemmerfilet-Zeug? Das ist Matratzen. Bevor ich diesen Jabbel kau ich lieber Kabeljau. Das finde ich ist okay. Das hat erstaunlich wenig Eigengeschmack. Dieses Schlemmerfilet-Zeug. Also das hat halt nichts mit Fisch zu tun. Das ist halt. Nee, das ist halt quasi wie ein zu groß geratenes Fischstäbchen. Ja, genau. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, das ist so nichts sagen. Also da kannst du auch Tofu essen. Warum muss dafür ein Tier sterben? Weil Fische Arschlöcher sind. Nein? Nö, nicht unbedingt. Aber die machen mir meinen Lebensraum streitig. Wegen so Fischgedöns habe ich evolutionär mal das Wasser verlassen müssen. Und was haben wir davon? Zivilisation. Na toll. Ja, nur weil der Fisch gesagt hat, ich wohne jetzt hier, Dela, geh bitte an Land, können wir heute Abend eine Gartenfolge machen. Das ist doch super. Kennt ihr noch diese an der Wand hängenden, zappelnden Plastikfische, ja, die singen können? Also gibt's das als Zander? Wir nennen ihn Frank. Er singt dann erst Frank Zander zu deinem Geburtstag und danach spielt er einen Podcast ab? Du wärst erstaunt, was es alles an solchen Fischen gibt. Ja, aber generell gebe ich dir recht. Ich glaube, also ich bin ja zum Beispiel sehr großer Fan dieser veganen Backstäbchen. Hast du die schon mal probiert? Vegane Backstäbchen? Nee, ich frittiere mir meinen Tofu selbst. Im Prinzip Fischstäbchen, nur ohne Fisch. Und ich muss sagen, die sind echt okay. Also, die sind so von der Panade und eben mit Remoulade und Zeug, die gehen echt prima. Muss ich wirklich sagen. Ich habe immer Fischstäbchen im Haus für das Fischstäbchen-Sandwich. Das ist ein schnelles Essen, das ich mir im Homeoffice machen kann. Ja, das stimmt. Das Schöne ist, mein Katalog Fire Stories beginnt mit einem wunderschönen Angelfoto. Mensch sitzt an See, kleines Lagerfeuer, angelt. Fire Stories könnte aber auch so ein Groschenroman sein. Wahrscheinlich kostet dieser Katalog, so wie er aussieht, einfach 10-mal so viel wie so ein Heftchen. Ja. Auf jeden Fall. Ich guck mal, ob ich das hier auch mit Bildern in den Chat hinkriege. Ach, beim Googlen nach singenden Fischen bin ich jetzt bei Nanunana gelandet. Es ist beängstigend, was es dort alles gibt. Und nicht dieses faszinierend beängstigend, sondern... Nein, das Beängstigende, Aha. Okay. Muss ich da drauf zu? Ach du Heilige. Wart ihr schon mal angeln? Ganz kurz, für eine Ghetto-Tonne sieht das ganz schön fancy aus. Ja. Nee, ich war noch nicht. Ich habe immer nur Angler gestört bislang. Also ich hatte als Kind im Hafen eine Angel bei erster Benutzung. Habe ich mir den Angelhaken durch den Zeigefinger gezogen. Au.
Was dazu führte, dass man ihn mit einem Leatherman wieder aus meinem Finger rausbröckelte und weil nichts anderes zum Desinfizieren da war, im Schab im Schiff den Metaxa griff und meinen Finger in den Metaxa hielt. Nur zur Einordnung, wie alt warst du? Nee, das war nicht Metaxa, Entschuldigung, das war Aquavit. Genau, weil es gab nämlich noch die Debatte, ob man jetzt den Metaxa nimmt oder ob der nicht genug Schleifen hat. Und dann hat man sich doch für den Linie-Aquavit entschieden. Dann ist gut, das relativiert vieles. Wie, ich muss so 7 Uhr 8 gewesen sein. Okay. Ja. Das zweite Angelerlebnis war viele Monde später, als wir vor ein paar Jahren mit Freunden und dem Hund für eine Woche Kanu-Wandern in Schweden waren und die Jungs sich irgendwie in den Kopf gesetzt haben, sie wollen unser Essen selber angeln. Da saß und stand ich aber nur daneben und habe den Kopf geschüttelt und letztendlich waren alle froh, dass jeder für den Trip genau eine Portion zu essen eingepackt hatte, die groß genug war, um mit anderen zu teilen. Und wir genauso viele Menschen waren, wie wir Tage unterwegs waren und somit zumindest jeden Tag eine Mahlzeit hatten, weil der See derartig übersäuert war, dass nichts biss und dieser Kanutour-Trip auch durch das stetige Röhren des Motors eines lustigen Wildbetriebes begleitet wurde, die das Wasser gekalkt haben. Okay. Um den pH-Wert in dem Fjord zu regenerieren. Aber er hatte trotzdem eine Trinkwasserqualität, also wir konnten das Wasser aus dem See zumindest selber genießen. Ey, meine Angelerlebnisse als Teenager beschränken sich völlig auf die Verehrung von Angelina Joli. Was war es? Grau Brad Pitt dazu? Bestes Brad. Mein Name ist Dela und ich möchte sehr viel weinen. Weil Angeln klingt eigentlich so voll nach so einer Dela-Beschäftigung. Naja, also Angeln war doch eigentlich immer nur ein Codewort für ja, eben, Bier, geh weg von meiner Ollen und entweder betrinken mich oder konsumiere genau. Substanzen am Ufer. Genau das. Es ist eine voll gute Dela-Beschäftigung. Ich bin weg von meiner Alten und ich mache die ganze Zeit Blödsinn. Wenn ich Glück habe, fällt was zu essen dabei raus. Ich finde auch sehr schön Henry Metal, den Kerzenhalter in T-Stahlträgerform. Was stimmt nicht mit den Leuten? Ja. Uiuiuiuiui. Ich habe Angst, nach Preisen zu fragen, aber... Habt ihr denn noch Gartendinge? Ich bin bei der Gartendeko angekommen. Also sind wir jetzt völlig bei den Accessoires gelandet. Okay. Ich könnte noch Pflanzkübel und ich möchte Kunstpflanzen. Den Kinderkatalog. Ich möchte die Kinder haben. Wäre das jetzt der Moment, wo du daraus eine Hexenkesselfolge machst? Können wir eigentlich machen, oder? Weil Kinder und Hexenkessel und so. Ja, ja, genau. Kurz blättern. Nein, mach halt nichts. Juhu, es gibt viel zu tun. Lassen wir es sein. Ruby juckt es in den Pfoten. Es gibt ja wieder so viel zu entdecken. Ruby ist übrigens ein kleines Eichhörnchen, anscheinend das Maskottchen dieses Heftes. Okay. Für kleine Gartenprofis, Radieschen. Warte, nur ganz kurz für die Einordnung. Dieser Katalog richtet sich an Kinder oder an reiche, dumme Eltern von Kindern? Nein, das ist im Prinzip ist es das Bussi-Bär-Heftchen des Pflanzenherstellers und es
ist ein kleines Blättermagazin, das Kindern den Garten näher bringen soll. Und wie Spaß es doch macht, Papas Gartenteich neu zu bepflanzen und rauszuschrubben. Okay. Also ein bisschen wie das Knacks-Magazin bei der Sparkasse. Genau. Volksbank, Sparkasse? Naja. Ratzpast Radieschen. Ab Mitte April kannst du Radieschen säen. Oder Tipps für den Kartoffelkönig. Einer Tipp, Radieschen kriegst du das ganze Jahr im Supermarkt. Liegen Kartoffeln, die schon kleine Triebe bekommen, im Keller rum, dann leg sie ab Mitte April etwa 6 cm tief ins Beet und sage deinen Eltern nichts davon. Deck sie dann mit Erde zu. Gucken die Pflanzen etwa 15 cm aus der Erde, häufelst du rund um die Triebe neue Erde an. So bilden sich immer neue Knollen und die Kartoffeln werden nicht so grün. Nur wenn es sehr, sehr trocken ist, musst du gießen. Welk das Kraut, kannst du ernten. Wühl einfach in der Erde und such die Knollen. Schau dir mal an, wie viel die dickste davon wiegt. Der IQ-Test für Kinder? Mhm. Achtung, mit dem Keim nach oben pflanzen. Wie im echten Leben. Blubspinat. Spinat geht ganz easy. Alle paar Zentimeter steckst du einen Samen in den Boden. Nach ein paar Tagen siehst du die ersten grünen Blättchen. In 6 Wochen kannst du dann den Spinat ernten und mit Blub in Klammern Sahne kochen. Aber ihr werdet lachen, das Thema Spinat ist auch so eine Geschichte voller Missverständnisse, ne? Also, oh ja. Wir hatten ja auch damals, also letztes Jahr dann welchen gekauft, so Zöglinge halt. Und der ist so schnell gewachsen und so schnell geschossen, dass er angefangen hat zu blühen. Aber innerhalb von, ich rede mal von maximal 2 Wochen. Ich weiß bis heute nicht, was da schiefgelaufen ist. Also er hat doch gut geschmeckt, aber es ist halt eigentlich so, dass sie sagen, wenn der richtig blüht, sollst du ihn nicht mehr essen. Deswegen haben wir ihn halt vorher geerntet, aber was da passiert ist, das frage ich mich bis heute. Ich habe auch nie gesehen, dass Spinat geblüht hat, ehrlich gesagt. Ja, bei mir kommt der, also ich kaufe den halt in fertig geschnitten, da blüht er nicht mehr. Apropos blühen, wie steht ihr zu frittierter Zwiebelblüte? Oh ja. Lecker. Apropos blühen, es gibt auch eine Bastelanleitung, wie man aus 4 Holzstöckern und ein bisschen Wolle zusammen mit allem, was so grünt und blüht aus dem Garten, ein Blumenbild weben kann. Nein. Mensch, Dela. Nein. Quasi ein wachsender Wald, Wandteppich. Nein. Boah, sowas hätte ich ja voll gern, ne? Nein. Dieses Zeug, was du so an der Wand hast, so moosbildmäßig oder sowas. Vertical Gardening. Ja, sowas. Finde ich total klasse. Nein. Sehr schön auch, passend dazu, das Blumenfocaccia. Mhm. Das ist aber vor dem Backen, oder? Das ist vor dem Backen, ja. Also es ist ein roher Teigling mit Paprika und Gurke und Olive und Lauchzwiebel und ein paar schwarzen Sesamkörnern. Und das soll ein bisschen aussehen, als wäre aus dem Gemüse auf diesem Focaccia-Teig ein Blumenstrauß gelegt. Also Hendrian, ich sag mal so, ich kann dir YouTube-Videos schicken von Menschen, die Grünpflanzen häkeln. Würde dir das weiterhelfen mit deinem Problem? Nicht gehäkelt, sondern echt. Also du kannst ja Moos wunderbar verarbeiten. Ja. Weil es ist Moos. Wenn das nicht mehr wächst, geht die Welt eh unter. Da kannst du ja so sehr schöne so Wandelemente quasi machen. Und sowas finde ich richtig cool. Ich hätte zwar sau Angst, dass meine Wand anfängt zu schimmeln, aber ich finde es einfach cool. Ja, aber es ist nicht eigentlich gerade genau das Gegenteil. Eigentlich nimmt doch das Moos die Feuchtigkeit raus, oder? Ja, du musst nachsprühen. Du hast hier leider keine, also ich habe hier leider keine 80% Luftfeuchtigkeit in der Bude, wobei das leider, während ich sprach, fiel mir auf, dass leider eigentlich das falsche Wort ist.
Na, guck mal, das Layer-8-Problem hat die Fotos alle doppelt geschickt. Ich habe da noch ein paar Deko-Ideen. Genau, Deko-Ideen für Bananenstauden gefunden und für Moosteppiche. Mhm. Also ja, die großen, sündhaft teuren Pflanzkübel. Wir dürfen übrigens gespannt sein, ob meine Bananenpflanze dieses Jahr wiederkommt. Mhm. Oder ob sie den Winter diesmal nicht überlebt hat. Das Schöne ist, die Pflanzgefäße gibt es in allen Rallfarbtönen. Oh, die sind ja nicht mal hübsch. Also, mal ehrlich jetzt. Warum? Sag mal so, das würde hier schon relativ gut reinpassen, weil ich eh alles in viereckig und weiß habe. Aber wahrscheinlich preislich nicht in meiner Klasse. Mhm. Wahrscheinlich wäre das so ein Monatsgehalt pro Blumentopf und das bin ich nicht bereit zu zahlen. Kommt auf die Größe an. Wie so häufig im Leben, nicht immer nur auf die Technik. Aber ich glaube, mit diesem wundervollen Schlusswort könnten wir vielleicht auch diese Folge beenden. Oder wie seht ihr das? Ich nicke zustimmend. Okay. Dann danke, dass ihr mit mir diese lustigen Kataloge angeguckt habt. Und wir werden berichten, wenn wir eingekauft haben. Und wenn Dinge geliefert wurden und so. Liebe Anne, es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Lieber Hendrian, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Aber sowas von. Und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, ich danke auch euch fürs Zuhören und Mitmachen. Und wir hören und sehen uns dann demnächst zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ich gehe jetzt meinen Maulwurf kraulen.